Hi und herzlich willkommen beim Let's Play von New Style Boutique. Ich habe leider kurz ein bisschen zu lange hier am PC rumgedingst, so dass die Zeit einfach weitergegangen ist. Ich hatte mich umgezogen, das Outfit werdet ihr gleich sehen. Und neue Schnitte und Farben sind jetzt im Haarstudio verfügbar. Können wir ja gleich mal hingucken. Wie ihr seht, ich habe mich ein bisschen umgedrückt. Ich habe unser Gewinner-Outfit angezogen. Ich will aber zum Haarstudio. Ich will wissen, was sie Neues hat. Ich will wissen, was er Neues hat. Schnitt. Fangen wir hier bei kurz an. Kennen wir schon. Der Bob ist neu. Okay. Oh, ich mag das, dass er so gefalten ist. Geflochten ist. Nicht gefalten, geflochten. Oh, jetzt haben wir hier wie unsere Aushilfe da. Dit. Dann haben wir hier noch einen Zopf. Ja. Bin ich jetzt nicht so berauschend. Das war's. Zurück. Karte. Du hast es hier anders gelegt. Kein Problem. Bis nächstes Mal. Fand ich jetzt nicht so gut. Boutique. Da, guck, da habe ich das Hütchen auf und so. Hallo, Maika. Ich muss sie mal wieder stören. Eigentlich wollte ich ja dieses Mal anrufen. Immerhin geht es nur um eine simple Frage. Och, komm schon, echt jetzt. Ich genieße es immer sehr, einen Spaziergang zu ihrer bezaubernden Boutique zu machen. Also zur Sache. Wir planen, eine neue Marke auf die Messe einzuführen. Würden Sie diejenige auswählen, die Sie am meisten anspricht? Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Wollen wir Retro oder wollen wir Baby? Retro oder Baby? Ach komm, mach mal Baby, dann haben wir die Seite voll. Marvel Lily lässt Mädchen wie Prinzessinnen aussehen. Der Stil wird auch Babydoll genannt. Er wird nicht mit Spitze und Rüschen gespart. Die Kleidungsstücke sind wie aus einem rosaroten Traum entlehnt. Diese Marke, steht Ihre Entscheidung fest? Ja, ich verstehe. Ich werde direkt die Verhandlungen aufnehmen. Ach, warum hättest du nicht einfach anrufen können? Hättest du auch getan. Hallo, Luise. Es freut mich, Sie wohl aufzusehen. Möchten Sie wissen, wer angeregt hat, Marvel Lily auf die Modeweste einzuladen? Es ist mir eine Freude, Ihnen Maika vorstellen zu dürfen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Das ganze Team von Marvel Lily wird alles geben, damit wir zusammen eine Erfolgsgeschichte schreiben können. Vielen Dank Ihnen beiden. Gut, dann würde ich mal sagen, wir brechen zur Modemesse auf. Ja, gerne. Bis später, Maika. Bis später. Hallo, sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich, dass die halbe Stadt von Ihrer bezaubernden Boutique spricht? Insbesondere in der Nachbarschaft handelt anscheinend jede zweite Unterhaltung von La Diva und die Hälfte der Outfits da draußen auf der Straße tragen deutlich Ihre Handschrift, Maika. Tja, was soll ich nun sagen? Nun ist auch die Presse auf Ihre Erfolgsgeschichte aufmerksam geworden. Man hat mich zu Ihnen geschickt, um ein Foto für die nächste 21st Avenue zu machen. Ja, es ist leider nur ein Dienstbesuch, aber irgendwie muss ich ja auch meine Rechnung bezahlt bekommen. Gut, dann lege ich mal los. Ihr schönstes Lächeln bitte. Vielen Dank. Werfen Sie das nächste Mal einen Blick auf die Dings. Auf die 21st Avenue. Hallo, Maika. Wissen Sie, ich habe schon seit ich klein war ziemlich schlechte Augen. Ohne meine Brille bin ich nahezu blind. Die meisten finden, dass meine Brille mir einen intellektuellen Look verleiht. Wenn sie wüssten, dass ich ohne Brille noch nicht mal meinen eigenen Namen schreiben kann. Aber lustig, nicht wahr? Eine Brille hat einen großen Einfluss auf das Image des Trägers. Deshalb will ich sie auch besonders sorgfältig auswählen. Und da Sie doch eine Expertin im Auswählen sind, könnten Sie mir doch die Wahl beim nächsten Modell helfen. Verdammt. Ach komm, sie kriegt hier. Das ist es. Die wollten noch nie eine Brille von mir haben. Die haben sie für mich ausgewählt? Dann muss ich sie sofort ausprobieren. Geben Sie mir eine Minute. Aha, die wird dir bestimmt nicht gefallen. Und? Ja? Nein? Ja? Nein? Oh doch, es gefällt dir. Schwenger. Ach, wie gut, dass ich mich Ihnen anvertraut habe. Uniformene Designs waren schon immer mein Geschmack, müssen Sie wissen. Du trägst sie aber nicht, du Nuss. Man kann sich echt darauf verlassen, dass Sie das Richtige finden. Sie sind ein Genie, Maika. Draußen stehen jetzt so viele Bäume in voller Blüte. Hätten Sie Zeit, mich bei einem Spaziergang am Flussufer zu begleiten? Ja, ja. Es wäre mir eine Freude. Ich mache mich schon mal auf den Weg. Ansprechen.
Man sehe es an, dieses absolut bezaubernde Outfit. Ah, da sind sie ja. Ist dieses Outfit noch zu haben? Nach genau so einem Retro-Glam-Flair bin ich schon lange auf der Suche. Falls irgendwie möglich, muss ich diese Teile anprobieren. Kein Problem. Diese Antwort hatte ich gehofft. Gut, dann nix wie los. Zieh dich an, Pippi. Siehst toll aus. Ein bisschen komisch, aber siehst toll aus. Tada. Voll die Rosenblätter. Ich bin sprachlos. Ich sehe ja ganz anders aus als zuvor. So angenehm überrascht war ich schon lange nicht mehr. Das ist definitiv ein Kauf wert. Und wir haben das Kleid ausverkauft. Sunny. Man merkt gleich, das ist eine Meisterin des Fachs am Werke. Ich bin sehr zufrieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Machen wir noch einen. Weil es so schön ist. Suche. Ich weiß auch schon was. Und zwar Gothic. Das will ich mal ausprobieren. Oh, Raven Candle. Was hätten wir denn hier so Schönes? Wir könnten das. Noch ein schwarzes Hütchen. Die Brille. Ja, ich bin voll zufrieden. Pose. Wir brauchen noch einen Schnitt. Ich weiß gar nicht, welcher zu Gothic passt. Farbe. Nee, das wollte ich. Ich wollte doch nicht die Farbe ändern. Ja! Mal sehen, ob wir das Kleid verkauft kriegen. Witzig wäre schon. Maika, ist Ihnen das auch aufgefallen? Unsere Boutique wird immer beliebter bei modebewussten Leuten. Ah, wir kriegen heute irgendwie nicht viel verkauft, habe ich das Gefühl. Wo muss ich hin? Ah, da ist das Flussufer. Wir haben doch ein Date. Mit der hier, Schnecke hier. Ah, hallo, schön, dass Sie gekommen sind. Gehen wir hier entlang? Na, toll, oder? Als ich diesen Anblick zum ersten Mal gesehen habe, ist mir die Spucke weggeblieben. Das ist der schönste Baum im Park. Eleanor hat ihn mir gezeigt. Diese Sorte Kirschbaum blüht nur ein paar Tage lang, dann verstreut er seine Blütenblätter. Das lässt mich immer an die Vergänglichkeit des Lebens denken. Zugleich traurig und wunderschön. Verzeihen Sie, ich hoffe, ich habe Ihnen nicht die Laune verdorben. Maika, wollen wir nicht ein Erinnerungsfoto des heutigen Tages machen? Tada. Foto wird in Zusatz, ja. Sollen wir uns langsam auf den Heimweg machen? Vielen Dank, dass Sie mich begleitet haben. Bis zum nächsten Mal. Aber sicher doch, Mädchen. Album. Haben wir aber nicht viele Fotos. Ach, da war ja was neu. Sehe es gerade. Charmoffensive, designe deinen Look. Oha. Das ist einfach. Aha. Okay. Das war jetzt ja nicht so das Gelbe vom Ei. Dann halt wieder in die Boutique. Weiter Klamotten kaufen. Verkaufen. Machen. Tun. Sein. Sollen. Mir ist eben was Witziges passiert. Gerade hat mich also auf der Straße so ein Typ angesprochen. Wollte wissen, wie man zum Haarstudio kommt. Und die ganze Zeit denke ich, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Dann ist es mir plötzlich eingefallen. Das war der total bekannte Hairstylist aus der Nachbarschaft. Der hat mir sogar die Frisur verpasst, die ich gerade trage. So ein Zufall. Ich kann gar nicht glauben, dass mir sein Gesicht entfallen war. Haha. Und jetzt ist mir auch noch entfallen, was ich eigentlich wollte. Tja, ich schätze, ich komme dann irgendwann wieder, wenn es mir wieder eingefallen ist. Tschüss. Ah, sowas liebe ich ja, ne? Was ist denn jetzt schon wieder los? Wo ist hin? Haarstudio. Oh, Maika, du kommst wie gerufen.
Ich möchte dir einen alten Freund von mir vorstellen. Wir haben da zusammen studiert. Damals. Hallo, Maurice. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Maurice ist sowas wie ein Mentor für mich, was er aus Haaren zaubern kann. In der Branche ist er bekannt wie ein bunter Hund. Die ganzen Nobelsalons lecken sich nach ihm die Finger. Aber er wollte lieber mit mir zusammenarbeiten. Ich glaube, er sieht großes Potenzial in mir. Haha, stimmt's? Nun, genau genommen ist es eher so, dass es extrem riskant wäre, dich da im eigenen Salon führen zu lassen. Super Kompliment. Ist er nicht herrlich? Okay, jetzt aber zurück an die Arbeit. Auf! Komm, Maika, setz dich doch erstmal. Ah, okay. Wir machen jetzt eine Expertenberatung. Du willst eine Expertenberatung? Alles klar. Unser Haarstyle, unser Herr als Artist, ach, ich lese das gerade ganz falsch. Jeder von ihnen ist eine echte Bereicherung für meinen Salon. Du wirst sehen. Ja, sie sind mächtig stolz auf ihr Können, geben immer ihr Bestes. Wenn du dich für einen Herst-Artist entschieden hast, kannst du das Beratungsgespräch nicht abbrechen. Aber mach dir keine Sorgen. Ich habe nur absolut Top-Leute eingestellt. Du wirst es nicht bereuen. Lehn dich zurück, entspann dich und freu dich auf dein neues, genau auf dich zugeschnittenes Hairstyling. Die fummelt mir die ganze Zeit hinten an den Haaren rum. Ich fasse es nicht. Hallo Maika, Sie wollen also mir heute Ihr Styling überlassen. Bei der Gelegenheit wollte ich Ihnen etwas sagen. Ihnen ist es eigentlich gar nicht so tough, wie sie sich immer gibt. Es wäre sehr nett von Ihnen, wenn Sie für Sie da wären, wenn Sie mal jemanden braucht. Oh, ich sollte wohl loslegen. Oh, ich habe Angst. Oh, der hat mir so eine Seitenschickung gemacht. Finde ich gut. Das gefällt mich. Ich weiß zwar nicht, ob das die 200 Ocken wert waren, aber was soll's. Sie wünschen uns noch einen schönen Nachmittag. Da. Wo können wir denn noch hin? Ja, Moment. So, wir waren auf dem Weg zur Boutique. Ach, ich habe keine Lust, jetzt zur Mode-Arena zu gehen. Würde gern als Bö bekannt werden. Oder Bo. Machen wir mal die. Hi, kannst du dich noch an mich erinnern? Lange her, was? Ich habe beschlossen, dass es wieder an der Zeit ist, dass ein Profi mein Outfit kreiert. Also bin ich so schnell, es geht hergeeilt. Bin total außer Puste. Na, was meinst du? Wäre ein Outfit für dich okay? Soll aber perfekt zu mir passen. Stil. Feminin. Da habe ich ja ein bisschen was. Ich weiß nicht. Mit Top drunter wäre schon besser, ne? So, dann kriegst du noch die Schuhe dazu. Nee, Tasche nicht. Das geht auch nicht so. Das war's schon. Das ist es. Du scheinst dich hier echt auszukennen. Dann werde ich es wohl mal anprobieren. Ja. Ich bin ein Genie. Als du mir das rausgesucht hast, habe ich gleich gewusst, dass ich es unbedingt anprobieren muss. Damenhafte Outfits sind nämlich meine große Schwäche. Außerdem ist es echt krass, was du alles mit Accessoires anstellst. Deshalb will ich das jetzt unbedingt haben. Wow, dein Gespür von Mode ist ja noch besser geworden. Dieses Outfit ist perfekt. Du wirst mit einem weiteren Besuch von mir rechnen müssen. Mach's gut. Ich weiß nicht, manchmal habe ich einfach keine Lust auf die Kerle. Also als erstes mal herzlichen Glückwunsch zum gewonnenen Contest. Sie sind sicher happy. Ich habe das Outfit gesehen, das Sie dort kreiert haben. Es war einfach nur atemberaubend. Ich bin so froh, dass ich eine Expertin wie Sie gefunden habe. Hoffentlich können Sie mir heute helfen. Können Sie mir ein exklusives Outfit für mich zusammenstellen, bitte? Oha.
Ich hätte mal auf den Preis achten sollen. Stil. Exklusiv. Ah. 19 ist ja jetzt nicht viel. Ah, oh, ich krieg doch das nicht hin hier. Zeichen an Schuhen da. Kannst ja halt lieber das. Was ist denn das noch drüber? Den. Den. Das war's schon. Das ist es. Oh, ich habe Angst. Wow, das geht ja ruckzuck hier. Das werde ich augenblicklich anprobieren. Ach, seit ich bei diesem blöden Contest mitmache, wollen die alle nur diese total teuren Outfits haben, was eigentlich gut ist, aber leider habe ich die Klamotten nicht für. Wow, genau so wollte ich schon immer aussehen. Dieses Outfit ist so toll und richtig luxuriös. Da bleibt mir echt die Spucke weg. Und die Accessoires sind auch so liebevoll ausgesucht. Alles passt so toll zusammen. Das muss ich kaufen. Und alles ausverkauft fast. Mhm. Outfits von Profis wie Ihnen sind einfach unschlagbar. Sie können in Ihrer Boutique sicher von Ihren Erfahrungen beim Contest profitieren. Also machen Sie weiter so. Ich kann es kaum erwarten, Sie wieder antreten zu sehen. Ich habe gedacht, die wollte vielleicht ein Pop-Outfit, aber nicht sowas. Nee. Nimm mal dich. Hi, früher hat Lena hier gearbeitet, oder? Ich bin ihr größter Fan. Ich weiß alles über sie. Neulich soll sie gesagt haben, dass sie nicht mehr am Beginner-Contest teilnehmen wird. Und das kann ja eigentlich nur eines bedeuten. Und zwar, dass sie vorhat, in der nächsthöheren Contest-Liga anzutreten. Lena ist echt so cool. Sie ist mein großes Vorbild. Und sie ist immer so fröhlich und positiv. Und ihre Outfits sind immer so toll. Aber sie haben es auch drauf, das sieht man sofort. Kann ich mich von ihm beraten lassen? Ich suche nämlich ein cooles Top. Aber sicher das. Hier ist Bubble Pop. Alles falsch. Das hier? Nee, das ist Stage Drive. Auch Stage Drive. Korall. Ah, hier haben wir AZUSA. Das, was ich wollte. Wow, das geht ja ruckzuck hier. Das werde ich augenblicklich anprobieren. Vielleicht sollte man nochmal ein paar Sachen von AZUSA kaufen. Auf jeden Fall gefällt dir das. Boah, nachdem ich mich damit im Spiegel gesehen habe, bin ich immer mir vollends sicher. Coole Sachen sind einfach das Allertollste auf der Welt. Gut, ausverkauft. Ja, das gefällt mir echt schön. Ist die ist wohl mittlerweile fast genauso ausgereift wie Lenas. Hihi. Kann die mich auch mal loben, ohne mich zu beleidigen? Was läuft bei der schief, Alter? Na komm. Hallo, meine Freundin schwimmt andauernd von dieser Boutique. Sie hat mir erzählt, dass du jetzt auch Herrenmode anbietest. Stimmt das? Das hat mich nämlich neugierig gemacht. So neugierig, dass ich mir diesen Laden mal persönlich ansehen musste. Hättest du einen Topf, das mir gut steht? Ja. Lass mal gucken. Wie wär's damit? Oh, das trifft den Nagel auf den Kopf. Ich bin ein Riesenfan von legeren Sachen. Ich gehe nun mal so mal ganz schnell in die Umkleide. Man soll ja nichts blind kaufen. Nö, finde ich doof. Finde ich nicht in Ordnung. Alter, sieht das gut aus. Und das passt so auch noch was perfekt zu allen Klamotten, die ich so zu Hause habe. Echt genial. Klar, passt immer. Okay, meine Freundin lag genau richtig, was deinen Laden betrifft. Ich bin schwer beeindruckt und kann es kaum erwarten, ihr dieses Top zu zeigen. Die wird gelb von alt. Tschüss. Maike, es ist der Wahnsinn. Die Kunden geben sich die Klinke in die Hand und alle, aber auch alle scheinen bei uns fündig zu werden. Ich komme fast nicht mehr damit hinterher, allen Kunden für ihren Einkauf bei uns zu danken. Ich bin ja so glücklich, hier arbeiten zu dürfen. La Diva ist die beste Boutique der Welt. Finde ich auch. Wir müssen jetzt zur Fashion Arena. Zur Fashion Arena. So, da ist er. Mal sehen, was jetzt kommt.
Oh, fantastisch, dass du kommst genau richtig. Beeil dich und verpass nicht die Show. Also 3, 6, 9, 10. Boah, das sind 10 immer Sachen, die ich machen muss. 10 mal den Beginner-Contest und 3 habe ich schon. Teilnehmen. Wir haben hier Penelope für ein cooles Outfit. Ich bin eine schlichte Verliererin. Für mich zählen nur Siege, sonst nix. Mhm. Jeder schreit, ja gut, nur kennen wir. Nuria haben wir noch schon mal. Und Woofs. Ach, wir nehmen die. Die hat schon so einen coolen, rockigen Look. Guten Abend, Maika. Ich bin bereit, Vollgas zu geben. Weißt du schon das heutige Thema? Cool. Ja, AZ-USA, das will ich auch. Ich mache mir eher Sorgen, was ich der für eine Frisur machen soll. Cool. Marke AZ-USA. 80 Artikel haben wir. Auf jeden Fall ein gutes Basic mit dem Weißen. Ich finde die Hose ganz cool. Vielleicht sollten wir so ein T-Shirt mal anziehen. Und das denn so drüber? Wie sieht das aus? Na, finde ich jetzt nicht so prickelnd. So. Aber dann passt die Jacke schon wieder nicht, ne? Ich hab eine Idee. So. So. Und dann geht das schon wieder. Ja, dann brauchen wir noch was Cooles. Boah, das glitzert voll. Ist ja schrecklich. Müssen wir doch die Glitzersachen nehmen. Weil passen tun die ja schon zusammen, ne? Sieht denn das, wenn es innen drin aussieht? Sieht schon besser aus. Ich bin ja ein wenig fertig. Denn hier die Schuhe. Oder glitzern die? Ja, die sehen irgendwie besser aus. Ich komme mit den... Ach, das finde ich ja ganz niedlich. Ja, das brauchen wir nicht. Schuhe hat sie. Das sieht gut aus. So. Noch eine coole Sonnenbrille. Das ist es. Hoffen wir es mal, dass es das ist. Kurz. Nee. Irgendwas, wo man sagt, boah, das ist so cool. Das ist stylisch, das könnte passen. So. Das wird dunkel. Das ist die Empfehlung. Nehmen wir das. Das sieht schon mal nicht schlecht aus, das Make-up. Wir brauchen da was Selbstbewusstes. Kalia, was haben wir noch? Chin. Eine Gothic-Sache? Nee. Das sieht cool aus. So, classy lady. Dann haben wir's. Wünscht uns Glück, drückt uns die Daumen. Hey, 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 wie geht's, mein Publikum? Oh, das können wir auch schon. Ja, er ist der MC Fab. Und jetzt geht's los. Wir brauchen ein cooles Outfit. Und ich denke, wir haben das richtig gut hingekriegt, das coole Outfit. Das ist jetzt aber eher so ein Ethno-Outfit. Mittel. Ethno ist nicht cool. Also... Das ist bestimmt am Thema total vorbeigeschrammt. Nein, ich hab nicht gegeben. Was bildet ihr euch ein? Das ist so britschig. Das ist auch nicht cool. Jedenfalls auch wieder am Thema vorbeigeschrammt. Die hat Knöpfe hinten auf dem Rücken. Hat sie die Jacke falsch an? Das ist mehr so ladyhaft. Ist auch nicht cool. Also die machen es anscheinend echt einfach, ne? Den Contest zu gewinnen, muss man ja schon mal dazu sagen. Und da kommen wir mit unserem coolen Outfit und wir haben es gleich gekauft.
Die geht, als hätte die einen Stock im Popo. Die geht hier überhaupt nicht cool. Aber wir haben gewonnen. War ja klar. Und wir haben die Flugbegleiterin-Bluse. Weiter haben wir wunderbare Outfits gesehen. Just wonderful. Ja. Er bedankt sich. Jupp. Finde ich gut. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich kann es gar nicht glauben. Yippie, das ist alles dein Verdienst, Maika. Super, ich habe übrigens vorhin mit Chloe gesprochen. Anscheinend gibt es nachher eine Aftershow-Party. Klingt nach einer etwas nobleren Angelegenheit. Die Party findet nämlich im Hotel statt. Das wird sicher ein Riesenspaß. Du musst unbedingt auch kommen, Maika. Guten Abend, Maika. Glückwunsch zum Sieg beim Beginner-Contest. Ich war mir sicher, dass sie würden es schaffen. Ich prophezei ihnen eine große Zukunft. Solange sie sich ihr Lächeln bewahren, sind sie unschlagbar. Ich bin gespannt, wie es mit ihnen weitergeht. Man sieht sich. Tolle Leistung, Maika. Von deinem Outfit waren ja alle total hin und her gerissen. Du hast allen Grund, stolz zu sein. Glückwunsch und mach weiter so. Die kann auch mal was Neues sagen. Ja, ja. Nacht. Ab ins Hotel. Hey, Maika, hier drüben. Schön, dass du zur Aftershow-Party extra geschafft hast. Ich bin auch gekommen extra, um dich noch einmal zu sehen. Schicke Party, oder? Ich finde es richtig cool hier. Ich bin auch ganz offiziell eingeladen. Es hat so seine Vorteile, bei dem Contest zu modeln. Oh, sieht so aus, als würde Chloe da drüben auf dich warten. Glückwunsch nochmal und mach weiter so. Mischt sich überall ein, hat immer zu tun. Mein Glückwunsch zum Sieg. Sie haben sich gegen eine scharfe Konkurrenz durchgesetzt. Apropos scharf, ich habe vor kurzem meine Leidenschaft für Chili entdeckt. Wussten Sie, dass Chili grundsätzlich bei allem zu allem passt? In letzter Zeit experimentiere ich mit Chili-Sushi. Aber auch Süßspeisen verleiht Chili eine feurige Note. Natürlich mag das nicht jeder. Ich hatte letztens meine Mutter zu Besuch. Die hat sich stur geweigert, meinen scharfen Milchreis zu essen. Oh, Entschuldigung. Was Schwalle ist? Was Schwalle? Ich ziehe hier zu. Auf ihrer Siegerparty. Ich werde überall Werbung für ihre Boutique machen. Sitzt im Boxclub. Juno. Guten Abend. Ich habe dich vorhin auf dem Contest gesehen. Das war vielleicht ein zauberhaftes Outfit, das du dort präsentiert hast. Ich habe mich auch schon mit deinem Model unterhalten. Sie läuft hier nämlich auch irgendwo rum. Jedenfalls meinte sie zu mir, dass sie noch nie so ein schönes Outfit präsentiert hat wie das von dir. Ich glaube, die ganze Veranstaltung hat ihr eine Menge Spaß gemacht. Und es war ja auch wirklich ein Erlebnis. Nun wissen alle, dass in deiner Boutique großen Wert auf Qualität gelegt wird. Ich habe übrigens schon all meinen Freunden von deinem Laden erzählt. Bereite dich auf einen Ansturm vor. Nee, ich habe keine Lust, mit Chloe zu reden. Meine Wohnung. Tü-tü. Komm schon. Hallo, ich habe hier eine Lieferung von der Fashion Arena für Maika. Das bist ja du. Guten Abend. Hier dein Paket für dich, was die Fashion Arena wohl geschickt hat. Oh, verzeiht, die Sendungen sind natürlich vertraulich. Papa hat mir... Ja, Knallkopf, los, hau ab. Geh. Kleiderschrank. Suche. Marke. Ich will mal gucken, was wir alles schon von Purple Moon haben. 10 Sachen haben wir schon. Passen die auch alle zusammen? Aha. Nein, passen leider nicht zusammen. Was aber echt schade ist. Guck mal. So. Alles ausziehen, machen wir es mal so. Guck mal hier. Und hier. Und hier. Und das passt natürlich nicht. Jetzt fehlt mir nur noch das Mützchen. Sieht aber eigentlich auch ganz süß aus. Suche. Marke. Rall. Stil. Feminin. Ah. So. Was hätten wir denn hier? Versuchen wir das mal das und das. Oder doch die hier? Römer-Sandaletten, ne. Das kommt mir jetzt mal nicht in die Tüte.
Damit man nichts weiß ist. Danke. Das sieht süß aus. So. Wir speichern jetzt mal ab. Was ist denn jetzt da schon wieder auf der Karte? In der City ist irgendwas los. Was ist denn da in der City los? Hallo Maika, du siehst heute aber besonders gut aus. Wow, Maika, dein Outfit kann sich sehen lassen. Maika kombiniert eben wie keine zweite. In dieser Stadt wimmelt es anscheinend von kompetenten Stylisten. Da muss man sich ja keine Sorgen machen. In den Händen solcher Frauen wären die Produkte aus dem Hause meiner Großmutter sicher gut aufgehoben. Naja, ich muss dann weiter. Hat mich gefreut. Tschüss. Und weg ist sie. Brianna habe ich dir schon vorgestellt, oder? Sie ist die Enkelin von Inichen. Wir kennen uns aus der Zeit, wo ich viele Aufträge im Ausland angenommen habe. Ich denke, wir sind gut befreundet. Maika, wenn ich das richtig zwischen den Zeilen gelesen habe, dann kannst du stolz auf dich sein. Brianna hat nämlich gerade angedeutet, dass sie endlich ein Inichen-Stand auf der Modemesse eröffnen will. Sie wollte das schon längst, aber meint immer, dass sie den richtigen Zeitpunkt abwarten muss. Sie wollte sicher sein, dass es jemanden gibt, der Inichen die nötige positive Publicity bringen kann. Diese Voraussetzungen sind nun da. Deine Boutique ist in der Stadt in aller Munde, Maika. Sieh zu, dass du das Beste draus machst. Ja, okay. Ja! Wir gehen aber jetzt trotzdem noch in die Wohnung. Speichern ab. Ganz schnell. Schlafen, schlafen, schlafen. Speichern. Und ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Wenn es heißt Let's Play New Style Boutique. Danke fürs Zusehen, auf Wiedersehen und bye bye.